Ich möchte euch heute etwas zeigen, was ich bis vor kurzem selber noch gar nicht kannte. Dafür habe ich auf meinen Ali-Mönch gelockt und mich an die dunkle Küste begeben. Dort findet ihr diesen Strudel. Die genauen Koordinaten habe ich in der Lösung angegeben. Dort springt ihr hinein oder fliegt, so wie ich jetzt gerade, einfach in diesen Strudel rein und dann werdet ihr von dem mitgerissen. Danach findet ihr euch in einer kleinen Höhle wieder. Und angekommen trefft ihr eigentlich nichts, wie ihr seht, bis auf diese Nachtelf-Druidin da vorne, die ich auch einmal angesprochen habe und die mir anbietet, mich quasi wieder rauszuporten. Aber das will ich ja jetzt noch gar nicht, weil ich wollte euch ja was zeigen. An der Schräge findet ihr ein paar kleine Geister, die ihr umbringen könnt oder es auch lassen könnt, weil im Endeffekt sind sie, glaube ich, Level 11 oder so. Und oben findet ihr den Dämonenjäger Telarius Lehrenwandler, ein Stufe 12 Mob. Was der hier tut, weiß ich nicht, aber er fiel relativ schnell um, nachdem ich ihm einmal angehauen habe. Und er ließ einen Gegenstand fallen, der eine Quest gestartet hat. Die wird natürlich angenommen und jetzt kommen wir auch zu unserer Druidin zurück, weil wir wollen aus dieser Höhle ja irgendwie wieder raus. Also, ich möchte diesen Ort verlassen. Go in peace. Werden wir hochgeportet. Da seht ihr auch, dass wir über diesem Wirbel quasi rauskommen. Und aufgemountet. Und jetzt wollen wir die Quest natürlich abgeben, sonst hätte das Ganze gar keinen Sinn. Was ich übrigens ein bisschen schade finde, ist, dass dieser Erfolg, den ihr durch die Abgabe der Quest von diesem Dämonenjäger in der Höhle bekommt, dass es den nicht für die Horde zu machen gibt. Also wirklich nur, wenn ihr einen Allianzscher habt oder wenn ihr euch irgendwie da was hochleveln möchtet. Ihr habt gesehen, der Mob ist Stufe 12. Der ist auch für kleine Charaktere machbar. Und dann könnt ihr halt hier in Lordaniel bei Glynda Nalshea die Quest abgeben. Und bekommt dafür besagten Erfolg. Einmal draufdrücken. Tada! Schon habt ihr den Erfolg in der Tasche. Und 10 Erfolgspunkte mehr. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Tschüss!